Pepper Woods. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Woods. Und das ist Papa Woods. Pepper Woods. Einkaufen. Pepper und Schorsch gehen einkaufen. Pepper und Schorsch kaufen gerne ein. Schorsch liebt es, im Wagen zu sitzen. Pepper eigentlich auch. Papa, kann ich nicht auch im Wagen fahren? Hoho, du bist schon zu groß dafür, Pepper. Oh. Hilf mir doch beim Einkaufen. Ja, gerne. Wir haben 4 Sachen auf der Liste. Tomaten, Spaghetti, Zwiebeln und Obst. Ich werde das holen. Hier entlang. Pepper und Schorsch lieben es, einzukaufen. Pepper, zuerst brauchen wir Tomaten. Ich sehe sie, Hier sind die Tomaten, Mama. Gut gemacht, Pepper. 1, 2, 3, 4. Jetzt leg sie in den Wagen. Hier sind die Tomaten. Gut gemacht, Pepper. Tomaten, die können wir von der Liste streichen. Was steht noch auf der Liste? Spaghetti. Patetti. Das stimmt, Schorsch. Aber man sagt Spaghetti. Patetti. Spaghetti mögen Pepper und Schorsch am liebsten. Wo wohl die Spaghetti sind? Ich kann sie sehen. Hier entlang. Spaghetti. Guck, Mama, hier sind die Spaghetti. Gut gemacht, Pepper. Wir legen die Spaghetti in den Wagen. Ja, Mama. Patetti. Schorsch, es heißt Spaghetti. Pidetti. Was sagt unsere Liste, Peppa? Chips. Chips sind nicht auf der Liste. Hm. Wir haben jede Menge Chips zu Hause, Peppa. Rate noch einmal. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Erinnerst du dich, Schorsch? Sausia. Dinosaurier? Schorsch, es gibt doch keine Dinosaurier im Supermarkt. Nein, Schorsch. Der nächste Punkt auf der Liste sind Zwiebeln. Zwiebeln! Jetzt fällt's mir wieder ein. Hier sind sie. Gut gemacht. 1, 2, 3, 4. Zwiebeln. Sehr gut. Das war's fast schon von unserer Liste. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Eine Pflanze? Steht die auf der Liste? Aber nein, Schorsch. Als letztes auf der Liste steht noch Obst. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Du kannst das Obst aussuchen. Wo ist das Obst? Da drüben. Es gibt Äpfel, Orangen, Bananen und eine sehr große Melone. Welches Obst sollen wir nehmen, Schorsch? Äpfel? Orangen? Bananen? Eine Melone. Das ist die Kasse, an der alles bezahlt wird. Tomaten, Spaghetti, Zwiebeln, Melone, Schokokuchen. Schokokuchen? Schokokuchen? Steht der auf der Liste? Pepper? Hast du den Schokokuchen in den Wagen gelegt? Nein, Mama. Schorsch, hast du den Schokokuchen in den Wagen gelegt? Nein. Also ich war das auch nicht. Wer war es dann? Ich dachte, er wäre lecker zum Pudding. Papa Wutz. Schlimmer Papa. Entschuldigt, er sieht einfach zu köstlich aus. Er sieht wirklich lecker aus. Oh, tun wir so, als wäre er auf der Liste. Schokokuchen! Hurra! Neue Schuhe. Pepper und Schorsch haben im Garten gespielt.
Peppa, wo sind deine Schuhe? Oh, sie sind weg. Bestimmt finden wir sie wieder. Vielleicht sollten wir mal im Garten nachschauen. Ja! Alle machen sich auf die Suche nach Peppas Schuhen. Mama Wutz sucht im Blumenbeet, aber da sind die Schuhe nicht. Oh! Papa Wutz schaut im Schubkarren nach, aber da sind die Schuhe auch nicht. Oh! Peppa und Schorsch sehen in den Blumentöpfen nach, aber auch da sind die Schuhe nicht. Oh! Jetzt waren wir überall, aber Peppas Schuhe sind verschwunden. Peppas Schuhe sind weg. Jetzt habe ich keine Schuhe mehr zum Anziehen. Na ja, Peppa, die Schuhe waren ja schon ganz alt. Wir kaufen ein neues Paar. Könnten meine neuen Schuhe rot sein? Klar doch, wieso denn nicht? Schorsch, ich bekomme neue rote Schuhe. Mama Wutz und Peppa sind in Frau Mümmels Schuhladen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir hätten gerne ein paar neue Schuhe für Peppa. Rote Schuhe. Wir finden ganz bestimmt schöne Schuhe für dich. Ja, rote. Bitte. Na sicher, schau mal. Boah. Rote Schuhe. Schorsch und Papa Wutz spielen Dame. Oh, sehr gut, Schorsch. Papa, Papa, guck mal, meine Schuhe, sie sind rot. Oh ja, sie sind sehr rot. Mama, findest du meine Schuhe schön? Ja, Peppa, und sie stehen dir sehr gut. Schorsch, wie findest du meine Schuhe? Alle finden Peppas neue Schuhe schön. Ich liebe meine Schuhe so sehr. Ich will sie von jetzt an für immer anbehalten. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Peppa will ihre Schuhe nicht mal beim Baden ausziehen. Und selbst im Schlafanzug hat Peppa ihre Schuhe immer noch an. Peppa will die Schuhe sogar im Bett tragen. Peppa, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Peppa und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaft gut, meine Schweinchen. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oh je, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch, aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfützen. Wirklich alle springen gerne durch Matschepfützen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Yippie! Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Papas neue Kamera. Herr Zebra, der Postbote, bringt ein Paket zu Peppas Haus. Paket für Sie, Papa Wutz. Herzlichen Dank, Herr Zebra. Wiedersehen. Seht mal, gerade kam ein Paket mit der Post. Wer kann raten, was da drin ist? Sausia! Oh, Schorsch! Musst du immer zu allem Saurier sagen? Hoho, das Paket ist viel zu klein für ein Dinosaurier-Paket. Hm.
Ich glaube, es ist ein neues Spielzeug. Du bist ganz nah dran. Ich weiß, was es ist. Deine neue Kamera. Ein neues Spielzeug für Papa Wutz. Ganz richtig. Es ist eine Videokamera. Damit können wir Filme drehen und im Fernsehen angucken. Darf ich als Erste probieren, Papa? Hoho, das ist ein bisschen zu schwierig für Kinder, Peppa. Sogar ich muss zuerst die Anleitung lesen. Das ist ja komplizierter, als ich dachte. Luzi Lockes Mama hat auch eine Videokamera. Die schaltet sie mal so an. Oh, sehr gut, Peppa. Schön, dass Sie die Video 3000 gekauft haben. Ich kann es kaum erwarten, Ihren ersten Film aufzunehmen. Kann man diese Stimme irgendwie abstellen? Ich weiß nicht. Schön, dass Sie die Video 3000 gekauft haben. An Luzis Kamera muss man nur den Knopf hier drücken und dann ist Ruhe. Schön, dass Sie die Video 3000... So, jetzt redet sie nicht mehr. Gut gemacht, Peppa. Was soll ich zuerst filmen? Film mich! Na gut, Peppa. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Kommt alle her. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal. Na gut. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal. Wir könnten ja auch mal was Neues filmen. Ich weiß was. Papa Wutz geht aus dem Zimmer und wir drehen einen Film für ihn. Hier lang. Papa Wutz muss in der Küche warten, während Mama Wutz, Peppa und Schorsch einen geheimen Film drehen. Nicht lauschen, Papa Wutz. Wir müssen uns alle was ausdenken. Schorsch, willst du als Erster? Seid ihr soweit? Kann ich reinkommen und den Film sehen? Fertig. Du kannst wieder reinkommen. Schorsch hat ein Video gedreht und Peppa auch. Gucken wir den Film von Schorsch zuerst. Sosia! Schorsch tut so, als wäre er ein Dinosaurier. Was für ein furchterregender Dinosaurier. Oh je, Schorsch hat Angst bekommen. Hab keine Angst, Schorsch. Das ist kein richtiger Dinosaurier im Fernsehen. Das bist du. Sausia. Jetzt gucken wir Peppas Film an. Ho, ho, ho. Wer soll das denn sein? Ich bin Papa Wutz. Ho, ho, ho. Verstehe. Wisst ihr, warum mein Bauch so dick ist? Ganz einfach. Ich esse nämlich so gerne Plätzchen. Mein Bauch ist nicht dick. Aber es stimmt, dass ich gern Plätzchen mag. Und je mehr du isst, desto dicker wird dein Bauch. So, und was kommt jetzt? Das ist mein süßer kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das bin ich. Und das ist der echte Papa Wutz.